Schaffe ich den besten Rekord mit 100% im Linienzeichnen? Wenn du denkst, das ist leicht, dann vergiss nicht. Jeder einzelne Millimeter der Linie muss getroffen werden, sonst war's das. Wir steigen ein in die erste Runde und schauen, wie es läuft. Welcher Charakter ist dein Favorit? Ich bin Yoshi. Oh nein, die erste Kurve und ich sehe ja jetzt schon, dass meine Linie nicht perfekt ist. Was geht denn bitte mit den Computern? Sind die irgendwie mit Picasso verwandt oder was? Der Kreis ist mit die schwierigste Stelle. Nur SpongeBob kann perfekte Kreise zeichnen. Auf zum Ergebnis. Wow, die anderen sind ja richtige Künstler, so gut wie die gezeichnet haben. Oh nein, ich lasse nicht zu, dass sie vor mir den Weltrekord aufstellen. Seht ihr diese Linienführung in Runde 2? Das sieht doch gleich viel besser aus. Oh yeah, ich komme. Guck mal, wie ich jetzt von SpongeBob gelernt habe. Zack. Und zack, habe ich gewonnen und brauche nur 5%. Komm, Yoshi, es fehlt nicht mehr viel zum perfekten Ergebnis. Wenn die Runde noch besser ist als die davor, musst du abonnieren. Ich habe schon die nächsten Rekordversuche geplant, also lohnt es sich doppelt. Die nächsten Male liefen nicht schlecht, aber für die 100% hatte ich ein paar winzig kleine Fehler zu viel, bis ich folgende Erkenntnis machen konnte. Richtig, solange der linke Rand einen nicht einholt, kann man auch mal schnell zurück. Das sieht verdammt gut aus. Jetzt stell den Sieg unter Wahl. Komm schon, ich wollte immer mal eine perfekte Linie zeichnen. Let's go!